Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Mike und wie du sicherlich gesehen hast im Intro, ich plane einen Livestream für kommenden Samstag am 25.03. ab 16 Uhr. Und zwar am 25.03. geht meine letzte VOD live, die ich schon bereits im Vorfeld aufgenommen habe. Wie sicherlich der ein oder andere gemerkt hat, die Kommentare herze ich ganz gerne mal. Euer Input kam durchaus an, aber ich habe wie gesagt die ganze Sache im Vorfeld aufgenommen. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann die im Livestream dann weiterverarbeiten, die Inputs, die gekommen sind. Zum Beispiel auch hier die Anfälligkeiten, die Reihenfolgen wurden mir jetzt bestätigt. Ich bedanke mich dafür nochmal ganz herzlich. Wobei ich Achsenstapel, bin ich sicher, war schon auf der richtigen Stelle. Den Rest hatte ich da ja schon stehen. Ja, von den Charakteren her habe ich das auch mal kurz aufgedröselt, wie ich das halt immer mache bei so Spielen. Ein bisschen größer, ich hoffe, das sieht man einigermaßen gut. Und ja, wir haben eben diese 8 Charaktere mit diesen Schwerpunkten, mit diesen Möglichkeiten und wir werden auf jeden Fall 2 Laufbahnen nutzen können. Das heißt, eine ist ja die Basisklasse, das heißt, die haben wir sowieso immer. Und die Zweitklasse kann man sich dann relativ frei wählen, entweder aus einer der bestehenden Klassen, das heißt, ich kann Fähigkeiten benutzen aus diesen anderen Klassen oder eben komplett etwas anderes, also wieder Erfinder, die wir gefunden haben. Da gibt es auch ein paar davon, habe ich jetzt mich ein bisschen eingelesen. Ja, jeder Charakter hat so eigene Vorteile am Tag und in der Nacht, was er kann. Das gliedert sich dann auf Informationen, auf Gegenstände, auf Stadtbewohner ausschalten und auf Leute mitnehmen, gliedert sich das aus. Das brauchen wir für die verschiedenen Quests. Und die Gottheiten habe ich mir aus dem ersten Teil rausgesucht. Ich habe diese Tabelle auch für den ersten Teil. Ja, damit ergeben sich dann, wir haben jetzt ja mit Abschluss am Samstag, haben wir im Endeffekt die ganzen Leute beisammen. Wir haben das Oktett endlich komplett. Dann am Samstag, am 25.03. um 14 Uhr geht die letzte Sendung online. Und damit ergeben sich jetzt hier 2 Optionen, die mir hier in den Sinn kommen, mit der man erstmal hochspielt. Also ich möchte eine Gruppe haben, die sich ein bisschen durchboxt und mit der wir hier quasi das Spiel erstmal bestreiten, bis wir eine gewisse Stufe haben und dann einzeln die Leute nachzuziehen. Dann kann ich in hochstufiges Gebiet gehen, nehme einen schwachen Charakter mit, wenn wir einen Kampf gewinnen und der überlebt das, kriegt er halt gleich mal 10 Stufen. Das macht natürlich absolut Sinn, um Zeit zu sparen. Das heißt, ich würde gerne mit einer fixen Gruppe erstmal hantieren. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten, da ich ja mit der Apothekerin sowieso Informationen am Tag beschaffen kann und in der Nacht jemanden aussuchen kann. Wäre von den Fähigkeiten her die optimale Lösung, den Krieger mitzunehmen, weil er entgegengesetzt zur Apothekerin arbeitet. Das heißt, er kann Informationen in der Nacht holen statt am Tag und kann Leute ausnocken am Tag durch den Kampf. Das heißt, ich hätte hier diese beiden Geschichten ja dann schon komplett. Also ausnocken, Informationen wären drin. Dann wären auch sinnvoll Händler, da gibt es auch einen Kaufrabatt dafür, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, und den Tänzer,
Das heißt, wir hätten hier am Tag Blätter durch den Händler. In der Nacht können wir Gegenstände durch die Tänzerin erbitten. Und wir können Leute mitnehmen per Chance am Tag mit der Tänzerin und können in der Nacht Leute bestechen in der Nacht. Jetzt ist Folgendes, das Setup kann zwar alles abdecken, aber was mich stört, ist der Händler mit den Blättern. Das heißt, ich werde nicht so viel sparen, um die ganzen Blätter wahrscheinlich reinzukriegen, die ich da ausgeben muss. Ich brauche einen Krieger in der Nacht, wenn ich Informationen bei speziellen Leuten haben möchte, auch Blätter. Aber das hält sich in Grenzen. Wenn ich jetzt einen Gegenstand kaufen möchte, dann ist das wahrscheinlich ganz schön teuer. So 2, 3, 4, 5, 10, 20.000 Blätter. Die Frage ist, steht das dafür? Daher habe ich jetzt eine zweite Gruppenzusammenstellung konzipiert. Das wären die sinnvolle Gruppenzusammenstellung. Wieder mit Apotheker-Krieger, um eben Informationen auslocken zu haben. Und dann, der Tänz ist auch wieder drin. In der Nacht mit Items per Stufe holen und am Tag per Chance mitnehmen. Also Leute mitnehmen. Da würde ich dann den Händler gegen den Dieb tauschen. Denn dann kriege ich die Items kostenlos am Tag. Und könnte zusätzlich per Stufe auslocken, ohne Items zu benötigen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Was ich dadurch natürlich nicht habe, ist in der Nacht Leute mitnehmen. Das heißt, für gewisse Quests werden wir Leute eskortieren müssen. Und wenn die in der Nacht da stehen, können wir das nicht machen. Die Frage ist natürlich, was macht mehr Sinn? Also die obere Gruppe ist natürlich flexibler. Ich kann jede Quest quasi, ich kann alles machen damit. Irgendwann irgendwie, wenn ich genug Geld habe. Ich darf halt nie auf null Geld kommen, sonst kann ich hier halt keine Items mehr kaufen. Ich kann keine Leute in der Nacht mitnehmen. Und ich kann in der Nacht keine Informationen mehr holen. Das heißt, ein bisschen gefährlich. Beim Dieb könnten wir sehr viele Items kostenlos kriegen. Das würde uns eine Menge Geld sparen. Ich liebäugle tatsächlich eher mit dieser zweiten Variante und würde dann den Händler möglichst schnell mal nachziehen und mit dem Dieb tauschen notfalls. Denn er kann mir Blätter kaufen. Das heißt, da ist ja die Stufe, denke ich, mal ziemlich egal. Ich glaube, bei den Charakterinteraktionen zählt immer nur die Stufe des Hauptcharakters. Das heißt, wenn der hoch genug ist, der Apotheker und die Apothekerin in dem Fall, kann der Dieb quasi, nicht der Dieb, kann der Händler automatisch mit Blätter die Leute anwerben. Glaube ich jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, das ist so. Und ja, ich habe noch beide Varianten in der Rückhand. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was euch hier lieber wäre. Was denkt ihr, was sinnvoller ist? Also der untere wäre, glaube ich, auch ein bisschen kampfstärker, weil wir mit dem Dieb auch automatisch Schatten dabei haben. Der Händler hat Blitz gehabt. Lass mal kurz mal schauen, ups, hier. Der Händler hatte Speer und Bogen. Bogen hätte wird erstmal gar nicht dabei, bis wir eben die Charakterschreine finden. Na gut, das ist halt dann Pech. Feuer hätte der und Feuer hätten wir durch den Gelehrten, was wir auch nicht haben. Ja, der Anfang ist sowieso ein bisschen mühsam in Octopath Traveler, weil im 1er Teil schon so. Es ist der 2er auch wieder, bis wir die Schreine haben. Ja, vielleicht schreibt ihr einfach unten rein. Ist eins dieser beiden Setups für euch? Ja, was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht eine bessere Idee, hier nochmal kurz zum Einblenden, was die Charaktere so können? Ich habe jetzt auch bei der Aufzeichnung mit der Tänzerin auch das Gift weggenommen, weil der Anmutstanz ja komplett zufällig ist, was der macht. Da kann Gegner vergiften, der kann mich verstummen lassen, keine Ahnung was. Das ist halt komplett pokern. Ja, hier nochmal die Klassenübersicht. Gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wie gesagt, am kommenden Samstag, am 25.03.2023 um 16 Uhr geht's los. Um 14 Uhr kommt am Samstag die letzte Folge raus. Da holen wir uns dann die Jägerin als letzten Charakter. Und dann kann's losgehen. Ich freue mich drauf, wenn ihr beim Livestream mit einschalten würdet. Und wir sehen uns dann in Kürze hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.